Abreise in den Tod. Juden auf dem Transport nach Auschwitz. Ihr Schicksal scheint besiegelt. Nur wenige haben noch eine Überlebenschance. Sie gelten als Ware, lebende Ware. Wir waren dann in dem Moment sogenannten Austauschjuden. Austauschjuden, ein Begriff aus der Bürokratensprache der Nazis. Wie Handelsware werden die Menschen dem Kriegsgegner zum Kauf angeboten. Geliefert wird Zug um Zug über die Grenze hinweg. Waren gegen Juden, Juden gegen Ware. Ein Weg aus der Hölle, auf Weisung des SS-Chefs Himmler. Hitler selbst genehmigt den teuflischen Plan. Juden gegen Waffen oder Geld. Ein fast unbekanntes Kapitel aus der Schreckensgeschichte des Holocaust. Nur dank eines perfiden Geschäftes überleben sie. Ankunft der menschlichen Ware in der Schweiz. Für uns war das wirklich ein Empfang im Himmel. Immerhin 7000 entkommen so dem Tod. Wenige verglichen mit den 6 Millionen Opfern des Massenmordes. Und doch. Das Konzentrationslager Bergen-Belsen in Norddeutschland. Einst der Handelsplatz für die Austauschhäftlinge. Der Vorhof der Hölle. Britische Soldaten befreien das Lager Bergen-Belsen. Allein in den letzten Kriegsmonaten sind hier Zehntausende an Hunger und Seuchen gestorben. Auch Häftlinge, die bis zuletzt darauf gehofft hatten, ausgetauscht zu werden. Dass sie auch den Schauplatz eines grausamen Spiels um Leben und Geld entdeckt haben, wissen die Befreier noch nicht. Dies ist die Geschichte jener, die durch diese Hölle gingen. Sie wurden als Kinder nach Bergen-Belsen verschleppt, zusammen mit ihren Eltern und Geschwistern. Sie überlebten, weil sie für die Nazis lebendig nützlicher waren als tot. Michael Gelber kommt aus der Stadt Ede in Holland. Mit 9 übersteht er eine Typhusinfektion im Lager. Es ist keiner rausgekommen aus Bergen-Belsen, älter als 65 Jahre alt. Alles, was älter war, ist gestorben und alles, was Baby war, ist gestorben. Sonny Birnbaums Eltern hatten einen Lebensmittelladen in Berlin. Ihre Familie flieht nach Holland. Von dort wird sie nach Bergen-Belsen deportiert. Zwischen den Leichen waren ja Freunde, Bekannte. Und ich dachte immer, ja, morgen liege ich da auch. Will ich nicht. Leben. Irene Hasenberg stammt aus einer Bankiersfamilie in Berlin. Mit 14 kommt sie nach Bergen-Belsen. Später wird sie ausgetauscht. In Bergen-Belsen war es am Ende das Schlimmste, morgens aufzuwachen. Abends ging man schlafen und hoffte, am nächsten Morgen noch zu leben. Aber wenn man dann aufwachte, sah man überall Leichen. Heute ist das ehemalige Lager nördlich von Hannover eine KZ-Gedenkstätte. Die britischen Befreier hatten die Baracken direkt nach dem Krieg niedergebrannt. Einst waren hier 120.000 Häftlinge interniert. Nur ein Bruchteil, etwa 14.000, sollten ausgetauscht werden. Die SS, Hitlers mörderische Truppe, ist zuständig für die Vernichtung der Juden und für den Handel mit denen, die ihr Führer Heinrich Himmler als lebende Ware einplante. Akten im Auswärtigen Amt dokumentieren dieses wenig bekannte Kapitel der sogenannten Endlösung der Judenfrage. Zu ihr gehört auch die geheime Reichssache, Juden in Deutschland mit britischem oder amerikanischem Pass günstig zu verwerten, sie einzutauschen gegen Deutsche im Ausland. So können die richtigen Papiere über Leben und Tod entscheiden, wenn die Nazis Jagd auf Juden machen. Wie hier im Zweiten Weltkrieg in Osteuropa. Alle Juden, die für die Nazis wertvolle Geiseln sind, werden in Bergen-Belsen festgehalten. Auch etwa 1700 Juden aus Ungarn sollen eingetauscht werden, gegen Waffen und Bargeld. Wie Yehuda Blum und Ladislaus Löb, die mit ihren Eltern in das Lager kommen. Später werden sie freigelassen. Mein Vater hat gewusst, also wir müssen uns verstecken, wir müssen uns retten.
Wir dürfen uns nicht einfach gefangen nehmen lassen. Die Rettung kommt für sie in den letzten Wochen des Krieges, als das Nazi-Regime vor dem Untergang steht. Die Deutschen waren ja in großer Eile. Der Krieg war für Deutschland verloren. Und ich glaube, weil wir in verhältnismäßig besserem Zustand waren als die meisten Häftlinge, gaben sie sich der Idee hin, dass wir vielleicht noch nützlich waren für sie. Rudolf Kastner und sein Helfer Joel Brandt aus Budapest fädeln den Deal mit den Mördern ein. Sie sind selbst Juden und in ständiger Lebensgefahr. Doch vor allem Kastner hat keine Angst vor den Nazis. Kastner war ein sehr ambivalenter Mensch. Er war arrogant, er war ehrgeizig, er war eitel. Aber er hat auch einen riesigen Mut gehabt. Und das waren alle die Eigenschaften, die jemand haben musste, um überhaupt mit einem Eichmann zu verhandeln. Es ist ein Pakt mit dem Teufel. Adolf Eichmann persönlich entscheidet, ob er Juden gegen Geld freilässt. Der Cheforganisator des Völkermords. Seine Hauptaufgabe in Budapest ist es, auch in Ungarn die Juden in die Vernichtungslager zu deportieren. Nach dem Einmarsch der Wehrmacht lässt er Hunderttausende nach Auschwitz abtransportieren. Innerhalb weniger Monate. Frauen, Männer, Kinder. Für die jüdischen Unterhändler Kastner und Brandt drängt die Zeit. Sie nehmen Kontakt zu Eichmann auf. Sie haben aus der Slowakei gehört, dass man mit der SS Geschäfte machen kann. Und da haben sie gefragt, ob man, Zitat, auf wirtschaftlicher Grundlage mit ihnen über Rettung von Juden verhandeln könnte. Brandt und Kastner werden zu Eichmann vorgelassen. Der Mörder ist geschäftsbereit. Ein DDR-Spielfilm aus den 60er Jahren zeigt die Verhandlungen zwischen den Juden und ihrem Vernichter. Nach Originalaussagen aus dem Eichmann-Prozess. Mit Bargeld kann ich überhaupt nichts anfangen. Wir brauchen kriegswichtiges Material. Mein Vorschlag. Sie liefern uns 10.000 LKWs, fünffach bereift. Ich stelle Ihnen dafür 1 Million Juden an jede beliebige Grenze des neutralen Auslandes. Geliefert wird Zug um Zug über die Grenze hinweg. Waren gegen Juden, Juden gegen Ware. Verzeihung, Herr Obersturmbannführer, wo sollen wir, wie können wir denn solches Material beschaffen? Mein Gott, für die Barzahlung sind Sie doch auch auf Ihre ausländischen Freunde angewiesen. Später im Prozess schildert der Angeklagte Eichmann seine Motive für den Handel. Er habe Menschenleben gegen Kriegsmaterial eintauschen wollen und musste seinen Vorgesetzten überzeugen, den SS-General Müller. Ich hatte inzwischen die Zahl einfach auf 1 Million festgesetzt, weil ich aus psychologischen Gründen, möchte ich mal sagen, meine Vorgesetzten hier ansprechen konnte, ohne dass ich Gefahr lief, gleich aus dem Zimmer hinaus befördert zu werden. Denn hätte ich dort etwa mit Mitgefühl oder Mitleid operiert oder hätte ich mit 5.000 operiert oder 10.000, Müller hätte mich nicht angehört. Aber diese Sache mit 1 Million, das war neu. Das war zu groß, um dass es selbst Müller von sich aus hätte ablehnen können. Auftritt des Zeugen Joel Brandt, im Krieg einer der beiden jüdischen Verhandlungspartner von Eichmann. Nach Jahren setzt Brandt dem Mann gegenüber, mit dem er um das Leben Tausender schacherte. Er war bereit, ihre 1 Million Juden zu verkaufen. Werde für Brandt! Blut für Männer! Das war sein Stimmfall damals. Er sagte, was wollen Sie gerettet haben? Gebärfähige Frauen? Erzeugungsfähige Männer, sagte nicht zeugungsfähige Männer. Brandt und sein Partner Kastner können tatsächlich Menschen retten. Nicht 1 Million, aber immerhin fast 1.700 ungarische Juden. Sie kommen über Bergen-Belsen in die Freiheit. Zuvor müssen sie 2 Millionen Dollar an die Nazis zahlen,
nur um am Leben zu bleiben. Das Geld ist bestimmt für die Waffenbeschaffung der SS, die am Ende des Krieges dringend US-Dollar braucht. Kastner lässt sich auf ein teuflisches Geschäft ein. Menschenleben im Tausch gegen Waffen. Was war denn die Alternative? Man klammerte sich an jeden Strohhalm. Er wollte ja Juden retten, das ist ja klar. Er hat seine Seele nicht an den Satan verkauft. Er wollte Juden retten. Für Heinrich Himmler sind Juden im Allgemeinen keine Menschen, sondern Material oder Objekte. Jeglicher Rechte beraubt. Aber schon in den 30er Jahren existiert der Plan, anderen Staaten jüdische Geiseln anzubieten, gleichsam als lebende Ware. Himmler will sie gegen Waffen, Geld oder gegen Deutsche im Ausland tauschen. Als die deutsche Wehrmacht Holland überfällt, rücken SS und Gestapo nach und machen Jagd auf die Juden, um sie in Zwischenlagern zu internieren. Nach 5 Tagen kapituliert die holländische Armee. Für die Juden gibt es keinen Schutz mehr. Nur wer ausländische Papiere hat, kann noch auf eine Flucht hoffen. Mosche Nordheim, hier mit seiner Schwester und den Eltern, ist damals 6 Jahre alt. Die Arztfamilie aus Amsterdam will nach Palästina zu den Großeltern. Mein Großvater war zionistisch. Und er ist in 1939 am letzten Moment mit meiner Großmutter ist gekommen nach Palästina. In Jerusalem beschafft der Großvater für die Verwandten in Holland ein Zertifikat, ausgestellt vom Roten Kreuz. Eine Einreisegenehmigung für Palästina, das unter britischer Verwaltung steht. Das Papier soll Schutz vor der Nazi-Verfolgung bieten. So, in 40 haben wir schon ein Zertifikat gehabt in Holland. Wir waren holländische Einwohner, aber wir waren auch britische Einwohner in Palästina. Das bewahrt die Nordheims vor der Verfolgung durch die Deutschen, jedenfalls vorläufig. Auch Sonny Birnbaum verdankt ihre Rettung einem Palästina-Zertifikat. Verwandte aus Jerusalem hatten der Familie das Papier beschafft. Das ist das Zertifikat. Das hat sicher dazu beigetragen, um unser Leben zu retten, dass wir geblieben sind. Ein Stück Papier. Ein Stück Papier. Ja, wenn man das so sieht, ja, das Stück Papier. Doch die Birnbaums kommen nicht nach Palästina. Die Nazis lassen keine Juden mehr aus dem besetzten Holland raus. Ich habe Angst gehabt. Ich habe diese Lieder gehört und diese Gruppen da auf den Straßen. Ich habe in Angst gelebt als Kind. Was es heißt, als Jude unter den Nazis in Holland zu leben, erfährt auch Michael Gelber. Auch ihm und seinen Eltern sollte ein Palästina-Zertifikat das Leben retten. Seine Tante, seine Cousins und Cousinen aber werden im Vernichtungslager Sobibor ermordet. Also das weiß man auch als Kind, wenn man 7, 8 Jahre alt ist. Nicht, dass die ermordet sind in Sobibor, das wussten wir nicht. Wir kennten kein Sobibor und wir kennten kein Vernichtungslager. Aber dass man die Leute verhaftet hat, das ist alles eine Bedrohung, die man natürlich sehr gut spürt, auch als Kind. Im zerstörten und von den Deutschen besetzten Amsterdam tauchen bald auch gefälschte Pässe auf. Sie erscheinen vielen Juden als Rettung. Auch die Eltern von Irina Hasenberg besorgen sich Pässe aus Übersee. Mein Vater traf eines Tages einen Freund. Er hatte sich ecuadorianische Pässe besorgt bei einem Schweden. Der Freund gab meinem Vater den Kontakt und sagte, schick ihm eure Passfotos, schreib etwas Persönliches dazu und er wird wissen, warum du ihm schreibst. Das hat mein Vater dann gleich gemacht. Walter Gutmann wird als Waisenkind nach Holland geschickt. In Haarlem wächst er bei einer jüdischen Pflegefamilie auf. Sie hatten Palästina-Zertifikate, gefälschte, aber gut, das wussten die Deutschen nicht, die Engländer ja. Und sie waren sogenannte Bürger von Honduras, das konnte man kaufen. Sie hatten einen Neffen, der in Genf wohnte und
der das alles für sie besorgt. SS-Chef Himmler will Juden nicht ohne Gegenleistung ausreisen lassen. Er braucht sie als Tauschware für seine Allmachtsfantasien vom Großgermanischen Reich. Bei den Nazis spielte immer eine Rolle, dass man irgendwann mal die Deutschen, die sozusagen verloren gegangen waren, als Aussicht irgendwie wieder zurückholen könnte. Das war Teil dieser Vision eines Großgermanischen Reiches, die er während des Krieges verfolgt hat. Angriff auf Pearl Harbor. Seit sich auch die USA im Krieg gegen Japan und Deutschland befinden, will Himmler vor allem die Deutschen aus den USA heimholen. Ende der 30er Jahre haben sie in New York, im Madison Square Garden und anderswo ihre rechte Gesinnung offen zur Schau gestellt. Im Krieg gelten Deutsche in den USA als unerwünscht. Hunderte werden auf Ellis Island eingesperrt, jener Insel, die für Einwanderer das Tor zur neuen Welt ist. Auch Gunther Graber und seine Familie werden dort inhaftiert, obwohl sie keine Nazis sind. Keiner von uns war sich da im Klaren, was da passiert, nur dass etwas Schlimmes passiert. Die ganzen Leute dort haben angefangen zu rebellieren, weil das war unglaublich. Also Ellis Island, Ratten, Wanzen, Feuchtigkeit, also es war wirklich nicht schön. 1942 werden die Grabers in ein Internierungslager mit Wachtürmen und Stacheldraht verlegt, Crystal City in Texas. Es wurde eigens errichtet für Deutsche und Japaner. Ein Jahr müssen sie dort bleiben. Es gibt Arbeit und Essen, niemand wird gefoltert oder ermordet. Aber es bleibt ein Gefängnis. Die meisten der 5000 Insassen sind völlig unschuldig. So wie die Grabers. Als Enemy Alien, was wir waren, wir hatten ja überhaupt keine Rechte. Der war keine Freiheiten und keine Rechte. Mein Vater konnte nicht mal einen Rechtsanwalt holen, um ihm irgendwie ein bisschen auszuhelfen. Obwohl, wir hatten nichts verbrochen. Für Deutschstämmige wie die Grabers will Himmler in seinem großgermanischen Imperium eine neue Heimat schaffen. Im Winter 1942 versucht er, Hitler von seinem Plan zu überzeugen. Die sogenannten Reichsdeutschen sollen gegen jüdische Geiseln ausgetauscht werden. Himmler will ein Extralager für die Austauschjuden einrichten, wie er seinem Führer berichtet. Dort sollen sie so behandelt werden, dass sie als lebendige Austauschware ihren Wert behalten. Mit toten Juden kann er keinen Handel treiben. Hitler stimmt zu. Zwei Haken in Himmlers Kalender vom 10. Dezember belegen, Hitler genehmigt ein Sonderlager für Juden mit Anhang in Amerika. Also ganz offensichtlich haben die beiden darüber gesprochen, dass man Juden verkaufen könnte. Und Himmler zögerte, hat dann aber eingesehen, dass es offensichtlich Sinn macht, wichtige jüdische Persönlichkeiten als Geiseln zurückzuhalten. Und tatsächlich ist ja dieses Gespräch der Ausgangspunkt für die dann organisatorischen Anstrengungen gewesen, um eine bestimmte Zahl von Juden als Geiseln zurückzuhalten. In Bergen bei Hannover soll das Lager errichtet werden. Hier hat die Wehrmacht in den 30er Jahren einen Truppenübungsplatz angelegt. In der Nähe entstand dann ein Lager für Kriegsgefangene. Jetzt sollen hier auch Austauschhäftlinge gesammelt werden. Gedacht ist das Lager unter anderem für Juden, die Beziehungen zu einflussreichen Personen im feindlichen Ausland haben. Es waren Juden, die von der SS und dem Auswärtigen Amt, wenn man so will, als wertvolle Geiseln betrachtet wurden. Von denen man annahm, dafür werden die Amerikaner, die Engländer sicherlich bereit sein, eine große Gegenleistung zu bringen. Auch im holländischen Lager Westerbork fahnden die Nazis nach geeigneten Kandidaten für den Austausch. Hier werden fast alle Juden aus Holland interniert. Täglich kommen neue Züge an. Das Lager untersteht dem Kommando der SS. Es ist ein Durchgangslager. Niemand sagt den Gefangenen, wie lange sie in Westerbork bleiben müssen und wie es danach weitergeht. Auch Moshe Nordheim, Sonny Birnbaum, Irene Hasenberg, Walter Gutmann und Michael Gelber kommen nach Westerbork. Bei ihrer Ankunft wird genau vermerkt, wer ausländische Papiere vorweisen kann. Michael Gelber hat Glück.
Sein Vater bekommt das Zertifikat nach Westerbork nachgeschickt. Fast ein Jahr musste die Familie darauf warten. Also die Zertifikaten werden eingeteilt in Jerusalem. Und Ende August 1943 haben wir tatsächlich diese Zertifikate bekommen. Und wir waren dann in dem Moment sogenannten Austauschjuden. Das Auswärtige Amt registriert genau, wer für einen Austausch nach Palästina in Frage kommt. Auf der Liste steht auch die Familie Gelber. Sie ist gesperrt für den Transport in den Osten. Erstmal. Wie auch die Nordheims. Da waren so viele Sorten von Sperren. Paraguay, weiß ich was. Menschen, die nie in Paraguay gewesen waren, waren Einwohner von Paraguay. Aber wir haben unsere Palästina-Papiere gehabt und wir waren gesperrt. Gesperrt für Auschwitz. Was die Nazis vorhaben, erfahren die Gefangenen nicht. Der Austauschhandel bleibt geheime Reichssache. Sie können nur hoffen, irgendwann ausgetauscht zu werden. There were all these lists. Es gab so viele Listen. Es gab die 120.000 Gulden-Liste mit Menschen, die den Nazis 120.000 Gulden bezahlt hatten, damit sie verschont bleiben. Aber das war auch nicht sicher. Dann gab es die Palästina-Liste und eine Liste mit denen, die ausländische Pässe hatten. Noch geht es den Häftlingen vergleichsweise gut. Diesen Eindruck vermittelt die SS zumindest in einem Propagandafilm. Arbeit im Metallbetrieb und körperliche Ertüchtigung. Das Schlimmste für die Gefangenen ist die Angst. Sie ahnen, dass die Nazis nichts Gutes im Sinn haben. Man hat versucht, das Leben dort so normal möglich zu machen. Wir waren zwar alle gefangen, aber es war ziemlich gutes Essen und genügend. So erinnere ich mich das. Leute haben gearbeitet. Es gab allerhand Sachen, die man in Gefangenschaft, in ein Lager, akzeptabel findet. Doch an jedem Dienstagmorgen geht ein Transport mit Häftlingen ab. Nach Osten, heißt es. Am Anfang trifft es nur Häftlinge ohne ausländische Papiere. Jeden Montagabend um 11 machten die Barackenältesten das Licht an und lasen vor, wer am nächsten Tag auf den Transport musste. Die meisten gingen nach Auschwitz. Es war ein Albtraum. Jeder Montagabend war ein Albtraum. Die Menschen suchen den Waggon, der ihnen zugeteilt wird. Es sind vor allem Kinder und Alte, die in den Osten sollen. Nach Auschwitz. Offiziell heißt es, zum Arbeitseinsatz. Es stand sogar auf einem von den Waggons, wo die Bewachung saß, Westerbork, Auschwitz. Aber wer wusste, was Auschwitz bedeutet? Wer wusste, wo Auschwitz ist? Und wer wusste, dass man dort ermordet wird? Doch keiner. Man wusste eine Sache. Niemand ist zurückgekommen. Und das sagt was. Jede Person hat probiert, nicht auf so einem Transport zu sein. Man hat nicht gewusst, was passiert dort. Aber man hat Angst gehabt. Aus Berlin erhalten die SS-Leute die Anweisung, wer in den Osten muss. Die Nazis führen genau Buch. 74 Personen in diesem Wagen. Bald bieten auch ausländische Zertifikate oder Pässe keinen Schutz mehr. Jede Woche mussten 1000 Leute nach Auschwitz. Und die mussten gefunden werden. Und am Anfang war das nicht so schwer. Da waren so viele Leute in Amsterdam, die nicht auf Listen standen, dass die erst mal abgeschoben wurden, wie man das sagte. Aber langsam waren keine Juden mehr in Amsterdam. Und da wurde es schon viel schwerer. Auch Michael Gelbers Vater erfährt, dass er deportiert werden soll. Nach Bergen-Belsen. Gelber erkundigt sich beim Lagerkommandanten Albert Gemmecker.
Und dann hat Vater dem Gemmer gefragt, was soll ich machen? Und hat der Gemmer ganz klar gesagt, Bergen-Belsen kenne ich nicht, das ist ein neues Lager. Wo der Zug sonst hinfährt, nach dem Osten, bedeutet nicht viel Gutes. Der wusste genau, was da los ist. Und dann sagt er auch noch, ich kann dich hier behalten mit deiner Familie, solange ich will. Bis ein Befehl kommt aus Berlin, dass alle Leute mit Kindern auf Transport nach dem Osten, Auschwitz. Und dann haben meine Eltern entschieden, nach Bergen-Belsen zu fahren, ohne zu wissen, wohin. Und so beginnt für Familie Gelber eine Reise ins Ungewisse. Wie tausende andere auch hoffen sie, endlich ausgetauscht zu werden. Man sagte uns, wir kämen in ein besseres Lager nach Bergen-Belsen. Wegen unserer Pässe und wegen des Austauschs. Zuerst glaubten wir tatsächlich, es würde besser, denn wir fuhren nicht in Viehwaggons, sondern im Personenzug. Die Personenwagen vorn fahren nach Bergen-Belsen, die Viehwaggons hinten werden später abgekoppelt nach Auschwitz. Über das Schicksal der Juden verrät eine Grafik der Nazis, mehr als 91.000 Menschen werden nach dem Osten deportiert, 3.029 nach Bergen-Belsen. Auf der Fahrt gibt es weder Nahrung noch Wasser für die Austauschhäftlinge. Nach 12 Stunden hält der Zug. Heute erinnert ein Waggon an das Schicksal derer, die nach Bergen-Belsen deportiert wurden. Wir wussten, dass wir Austauschmaterial waren. Wir kamen an, so gegen 9 Uhr morgens oder 10 Uhr, und da wurden wir empfangen durch SSer mit Hunden, die uns rauspeitschten. Auf dieser Rampe stand da plötzlich die SS in großer Menge mit Schäferhunden. Alles Totenkopfregiment SS. Es wurde nur geschrien, raus, raus, schnell, schnell. Und da sind wir die 7 Kilometer nach Bergen-Belsen marschiert. Der Weg von der Rampe ins Lager führt durch einen Wald am Rande der Lüneburger Heide. Ein Luftbild der britischen Armee zeigt die Dimension des Lagers. Rund 14.000 Austauschhäftlinge werden hier interniert, abgeschottet von den übrigen Insassen, Kriegsgefangene und politische Häftlinge. Wir würden nicht rasiert oder Tatouage, weil wir würden ausgetauscht werden. Man kann uns doch nicht rausschicken mit einer Nummer im Arm. So dumm, doof waren die auch wieder nicht. Wir blieben als Familie zusammen und wir haben unsere Kleider behalten. Das versteht die SS unter bevorzugter Behandlung. Andere Gefangene, die nicht ausgetauscht werden sollen, verhungern. Wir haben mit den Toten gespielt und ich war eine Expertin, dass ich konnte wissen, er lebt noch oder nicht lebt. Die Jugendlichen müssen arbeiten, Schuhe sortieren, Tausende und Abertausende. So erfahren sie von der mörderischen Verwertungsmaschinerie der SS. Ich war gerade 16 und man musste eigentlich anfangen, mit 15 oder 16 zu arbeiten. Es gab einen Zelt mit Schuhen und wir haben sehr schnell gewusst, dass es Schuhe aus Auschwitz waren. Und die musste man bringen zu den Baracken, wo die Hacken und die Sohlen abgingen, das Leder getrennt wurde. Das Leder ging dann nach Deutschland für neue Schuhe und da die Hacken und die Sohlen. Ich weiß nicht genau, was sie damit getan haben. Aus der Luft sieht man eine freie Fläche zwischen den Baracken. Den Appellplatz, darauf ein Karree, die angetretenen Häftlinge. Die SS zählt täglich ihre Austauschware, mit tödlicher Konsequenz. Wir haben die meiste Zeit verbracht mit dem auf dem Appellplatz stehen. Ich habe zum Beispiel einmal 9 Stunden ohne Schuhe im Schnee gestanden. Dann wird man schon krank, dann geht man schon kaputt. Es sind so viele Menschen gestorben, auf dem Appellplatz nicht zu glauben. Ältere Menschen, schwache Menschen. Warum muss sie Appell machen? Nur für eine Sache, sadistisch. Im Auswärtigen Amt erfährt man von den Misshandlungen. Das entspricht nicht den Geschäftsgrundlagen. Ein Vermerk dokumentiert, worum es den Beamten geht.
Der Zweck, geeignete Objekte für eventuelle Austauschverhandlungen bereitzustellen, würde gefährdet. Die Ware darf nicht sterben. Schließlich, ein Jahr nach Gründung des Lagers, werden tatsächlich Häftlinge ausgetauscht. Eine Gruppe von 222 Juden darf ausreisen, nach Palästina. Im Austausch gegen deutschstämmige Siedler, die die Nazis heim ins Reich holen wollen. Die Templer. Die strenggläubigen Christen berufen sich auf die Tradition der Tempelritter und pflegen deutsches Brauchtum. Im 19. Jahrhundert hatten sich ihre Vorfahren im Heiligen Land niedergelassen. Im Zweiten Weltkrieg gelten die Templer bei der britischen Verwaltung als unerwünscht. Deshalb wollen viele zurück nach Deutschland. Sie dürfen ausreisen im Austausch gegen Häftlinge aus Bergen-Belsen. Doch die meisten müssen weiter zittern. Auch Michael Gelber und seine Familie. Wenn das erste Transport abgegangen ist in Juli 1944, war schon klar, dass es kein weiteres Transport nach Palästina gibt. Das war unser Zertifikat. Und das verliert an Wert, je weiter der Krieg vorangeht. Nach der Invasion in der Normandie rücken die alliierten Truppen im Westen vor. Sie wollen Hitler-Deutschland in die Knie zwingen. Das ist das erklärte Ziel von US-Präsident Roosevelt und dem britischen Premier Churchill. An einem Austausch von Gefangenen haben die Alliierten kein Interesse mehr. Nur in Ungarn ist die Wehrmacht noch auf dem Vormarsch, sonst sind die Deutschen überall in Europa auf dem Rückzug. Als Himmlers SS in Budapest einrückt, bezieht auch Adolf Eichmann seinen neuen Posten. Er ist zuständig für die Judendeportationen. So wie hier in Jörn lässt er überall im Land die Juden zusammentreiben. Der Cheforganisator des Völkermordes scheint zu wissen, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt, die sogenannte Endlösung zu vollenden. Rudolf Kastner, der jüdische Anwalt aus Budapest, setzt wie sein Helfer Joel Brandt darauf, dass sich ihre deutschen Verhandlungspartner schon auf die Zeit nach dem Krieg vorbereiten. Später erklärt Brandt als Zeuge im Eichmann-Prozess den Hintergrund. Die Deutschen hatten zu der Zeit nichts. Eine einzige Karte hatten sie noch gegen die Alliierten. Hier leben noch ein paar Juden, die geben wir hier, wenn ihr uns was dagegen gebt. Es ist der verzweifelte Versuch zweier Juden aus Budapest, sich gegen das scheinbar Unabänderliche zu stemmen. Unterhändler Kastner geht direkt auf die Mörder zu. Und er ist sich bewusst, wie riskant das ist. Seine Tochter erinnert sich. He knew that there wasn't much time and the Jews were the captives of. Er wusste, dass nicht viel Zeit blieb. Die Juden waren in der Hand der Gestapo und der Mann, auf den es ankam, war Eichmann. Man verhandelt nicht mit seinen Freunden, man verhandelt mit seinen Feinden. Während Hunderttausende ermordet werden, treffen Kastner und Brandt im SS-Hauptquartier von Budapest auf Eichmann. Der fordert 10.000 Lastwagen für 1 Million Juden. Und stellt ein Ultimatum, wie im Film. Bringen Sie die Sache in 14 Tagen unter Dach und Fach. In 14 Tagen? In 14 Tagen. Für diese Frist werde ich in Auschwitz die Mühlen abstellen. Aber keinen Tag länger. In seinem Mordprozess verteidigt sich der Angeklagte Eichmann. Er sei nur ein kleines Rad im Getriebe gewesen. Es ist nicht wahr, wenn Joel Brandt sagt, dass ich ihm gesagt hätte, dann stelle ich die Mühle in Auschwitz ab oder ich lasse die Mühle in Auschwitz weiterlaufen. Solch einen Satz habe ich nie gesagt. Ganz abgesehen davon, dass ich sie weder angeordnet habe, noch je hätte abstellen können. Das lag nicht in meiner Vollmacht und dazu hatte ich kein Pouvoir gehabt. Tatsächlich hat Eichmann in Ungarn weitreichende Vollmachten, erteilt von Himmler persönlich. Dabei geht es auch um Devisen und Waffen. Die braucht der SS-Chef für seine Truppe, denn im zerstörten Deutschland gibt es nichts mehr. Die ungarischen Juden auszurauben erscheint ihm lukrativ.
Mit Hitlers Einverständnis schickt Himmler einen weiteren hohen Offizier nach Budapest. SS-Standartenführer Kurt Becher soll aus den Juden Kapital schlagen. Becher übernimmt zuerst die Geschäfte des größten ungarischen Stahlkonzerns. Der jüdische Besitzer Weiß wird enteignet. Dann schaltet sich Himmlers Gesandter in das Geschäft zwischen Eichmann und den Juden ein. Seine Rolle rechtfertigt der ehemalige SS-Mann später im israelischen Fernsehen. Ein Jahr vor seinem Tod. Herr Eichmann hat mich als seinen Gegner angesehen. Als seinen Gegner angesehen. Denn ich habe das getan, was er nicht wollte. Und ich habe seine Wünsche gestört, indem ich mich mit Himmler, bei Himmler, für meine Interessen, für die jüdische Seite eingesetzt habe. Becher soll für die SS Geld beschaffen und dafür auch Juden erpressen. Der Deal mit Kastner und den 10.000 Lastwagen kommt zwar nie zustande, aber man wird trotzdem handelseinig. Wenn man in der Zwischenzeit, also bis wir Nachricht erhalten, das andere Arrangement? Nennen Sie Zahlen. Wir dachten vielleicht vorerst an 1.000 bis 2.000 Personen. Was heißt wir? Ich verhandle ja hier nicht privat, aus eigener Initiative. Das Exekutivkomitee des Zentralen Judenrates hat mich beauftragt, Ihnen diese Vorschläge zu machen. Und wir dachten vorerst an 1.000, 2.000 Personen. Das wäre aber das höchste der Gefühle. Denn es kann sich nur um eine zwischenzeitliche Lösung handeln. Und, naja, pro Jude 1.000 Dollar, das wäre die Grundlage. Ja, ja. Darüber können wir reden. Nach dem Krieg gibt sich der Menschenhändler als Menschenfreund aus. Were you friends? Waren Sie Freunde? Wir waren Freunde. Wir sind per Du gewesen. Wir haben uns geduzt. Ich habe nicht gesagt Herr Kastner, sondern ich habe gesagt Rudolf. Verstehen Sie, was das heißt? Did he approach you? Sprach er Sie mit Vornamen an? Hat er Sie auch geduzt? Ja, natürlich. Kastner sammelt 2 Millionen Dollar bei ungarischen Juden ein. In Form von Bargeld, Schmuck und Wertpapieren. Die Nazis genehmigen, dass rund 1700 Menschen ausreisen dürfen. Auch Kastners Familie und die Familien von Yehuda Blum und Ladislaus Löb stehen auf der Ausreiseliste. Yehuda Blum ist 12, Ladislaus Löb gerade mal 8 Jahre alt. Sein Vater muss lange verhandeln, bis die Familie auf die Liste kommt. Darüber entscheidet hauptsächlich Kastner. Sehr oft waren Leute auf der Liste, die eingeladen wurden von Kastner, vielleicht weil sie Geld hatten. Es waren 150 reiche Leute dabei. Und aus denen hat Kastner genug Geld herauspressen können, dass sie das Lösegeld für uns alle bezahlt haben. Also wir waren weder prominent, noch reich, noch verwandt mit Kastner. Viele der Mitreisenden bezahlten nicht. Zum Beispiel die Jugendlichen, die Flüchtlinge aus der Slowakei, Polen, Kroatien, die Rabbiner aus verschiedenen Städten, Akademiker. Unsere Familie hat keinen Pfennig dafür bezahlt. Die Ausreisegruppe wird von SS-Posten bewacht und in einer Kaserne gesammelt. Die SS muss aufpassen, dass sich niemand hineinschmuggelt. Der Andrang ist groß. Denn es spricht sich herum, dass von diesem Gebäude aus ein Weg in die Freiheit führt. Doch die Abreise von Kastners Gruppe verzögert sich, Woche um Woche. Kastner muss wieder mit Eichmann verhandeln. Der setzt auf Verzögerungstaktik. Nach dem Krieg berichtet Kastner im Namen des jüdischen Rettungskomitees über seine Auseinandersetzungen mit Eichmann. Eichmann beginnt zu brüllen. Ich schweige. Man muss zunächst den Tobsuchtsanfall vorbeigehen lassen. Es ist mir klar, was jetzt auf dem Spiele steht. Wie er in seinem Bericht schreibt, lässt sich Kastner dennoch nicht einschüchtern. Und das geht ungefähr so.
Schon wieder Sie, Kastner, was wollen Sie? Und Kastner sagt, wir haben Ihnen schon bezahlt und wir warten schon so und so lang, dass diese Gruppe abfährt. Und Eichmann sagt, nein, die fährt nicht. Kastner sagt, aber Sie haben es doch versprochen. Ja, aber ich habe es jetzt widerrufen. Und Kastner sagt, ja, also so können wir keine Geschäfte machen. Und dann sagt Eichmann, Kastner, Sie regen sich zu sehr auf, Sie brauchen Ferien. Soll ich Sie nach Theresienstadt schicken oder nach Auschwitz? Und Kastner sagt, würde Ihnen nichts nützen, weil niemand nach mir die Geschäfte weitermachen würde. Eichmann gibt nach. Die Kastner-Gruppe darf Budapest verlassen. Ihr Ziel ist Palästina. Doch sie landen im Austauschlager von Bergen-Belsen am 9. Juli 1944. Ladislaus Löb ist an die Stelle zurückgekehrt, an der einst seine Baracke stand. Seine Ankunft im Lager kann er nicht vergessen, auch nicht nach 66 Jahren. Das Tor ging zu und dann sahen wir die Wachtürme, die Stacheldrahtzäune, die Baracken. Wir hätten so etwas nicht träumen können. Und dann auch die abgerissenen Gestalten, die sahen besonders schlimm aus. Es war erst ein paar Wochen, nachdem wir noch ganz zivilisiert zu Hause gelebt hatten. Das war ein Riesenschock. Für sie alle geht es jetzt einzig ums Überleben. Für jeden gibt es eine Scheibe Brot am Tag und etwas Wasser, mehr nicht. Und ihre Hoffnung auf Austausch oder Freilassung zerrinnt. Ende 1944 wird die Lage noch schlimmer. Die SS verlegt immer mehr Häftlinge aus anderen KZ nach Bergen-Belsen. Der Hunger wurde schlimmer, die Läuse und das Ungeziefer hat sich ausgebreitet. Wir wurden zusammengepfercht, in derselben Baracke mehr Leute. Warum? Weil die Leute aus anderen Lagern angekommen sind und man musste für sie Platz machen. Und draußen und dann überall haben Leichen gelegen. Es scheint, als hätten jetzt auch die Austauschjuden, die lebende Ware, für die Nazis ihren Wert verloren. Man saß in die Baracken und hat versucht zu überleben, etwas zu finden und zum Essen. Man hat einfach abgewartet, weil wir waren nicht ganz doof. Man wusste natürlich, dass der Krieg zu Ende geht. Auch wenn die Nazis noch Durchhalteparolen im zerbombten Berlin ausgeben. Die NS-Propaganda stimmt die Volksgenossen auf den sogenannten Endkampf ein. Minister Goebbels verabschiedet das letzte Aufgebot in den Krieg, den Volkssturm, alte Männer und Kinder. Himmler bereitet sich auf Friedensverhandlungen mit den Alliierten vor. Dafür will er auch die Austauschhäftlinge ins Spiel bringen. Er hat offensichtlich geglaubt, er könnte sich mit dem Gestus des humanitären Vermittlers nun bei den Alliierten und auch beim jüdischen Weltkongress einführen. Und man würde ihn ernst nehmen, so als ob er immer derjenige gewesen sei, der schon in den 30er Jahren für eine großzügige Auswanderungslösung der Juden eingetreten sei und der nun dieses heilsame Werk vollenden wollte. Aber die Alliierten sind schon auf deutsches Gebiet vorgedrungen. Sie verhandeln nicht mehr. In Bergen-Belsen kommen jeden Tag neue Gefangene an. Aus Auschwitz. Was sie berichten, klingt wie aus der Hölle. Und zeigt, was den Austauschhäftlingen erspart geblieben ist. Da habe ich so eine Frau gefragt, ob sie vielleicht meinen Bruder gekannt hätte. Und da sagte sie ganz vorsichtig, wie alt war er. Und da sage ich 12. Und er sagte, hör mal, ich muss dir was erzählen, er war nie im Lager. Denn die Kinder von 12 wurden sofort vergast. Überall Tote. Von einem Austausch der Juden gegen Auslandsdeutsche, Waffen oder Lastwagen ist keine Rede mehr. Es waren so viele Leute, die gestorben sind. Es waren so viele Freunde, Kinder und Eltern, die gestorben sind, dass man das nicht mehr echt bemerkte. Man brauchte das nicht zu verarbeiten. Okay, man geht weiter mit dem nächsten Tag. Dann, als niemand mehr daran glaubt, werden wieder Häftlinge ausgetauscht. Gegen Deutsche in Südamerika. Im Januar 1945 fährt der Zug ab.
they told us we were going to be exchanged, but you never could believe and I mean, you weren't. Sie sagten uns, wir würden ausgetauscht. Aber darauf konnte man sich nicht verlassen. Also stiegen wir in den Zug. Und dann am 23. Januar starb mein Vater. Darauf waren wir überhaupt nicht vorbereitet, weil meine Mutter doch schwer krank war, nicht mein Vater. Vor seinem Tod sagte ich ihm noch, weißt du, wir sind jetzt fast frei. Aber er sagte, ich schaffe es nicht. Als sich die Briten nähern, sind Tausende schon an Hunger und Typhus gestorben. Der SS-Kommandant lässt das Austauschlager räumen. Und so erhalten auch die jüdischen Kinder aus Holland den Befehl, zur Rampe zu marschieren. Und während sie abfahren, kommen immer neue Transporte aus dem Osten in Bergen-Belsen an. Auf dem Bahnhof war ein absoluter Chaos. Es kam ein Zug nach dem anderen mit Häftlingen. Halbtot, krank, was man nur will. Da hat man einfach einen LKW gehabt, die Klappe hinten war offen. Man hat die Leute, andere Häftlinge haben die raufgebracht und eine auf dem anderen Schoß gesetzt. So wie Stühle. Die waren ganz verdreckt. Die waren sterben. Und dann hat man sie alle auf einen Haufen geschmissen. Aber sie haben noch gelebt. Aber alle auf einen Haufen, einen über den anderen. Und dann kamen zwei SS-Männer mit zwei Stückchen Brot und haben das Brot reingeschmissen in diesen Haufen. Können Sie sich vorstellen, was sich da getan hat an diesem Haufen? Wie die gekämpft haben, jeder um das Stückchen Brot. Und die zwei Deutschen haben daneben gestanden und sich halbtot gelacht. Das ist meine Erinnerung vor unserer Wegfahrt auf der Rampe. Sie wissen nicht, wohin die Reise geht. Die Waggons sind überfüllt, es gibt nichts zu essen und kaum Wasser. Die Fahrt führt quer durch Deutschland. Weil die Strecken zerbombt sind, bleibt der Zug oft stehen. In Berlin bekommen die Häftlinge zu sehen, was vom Nazireich noch übrig ist. Manchmal sind wir bombardiert, haben mit die SS draußen gelegen. Ich weiß bis heute nicht, was sie wollten machen mit uns. Ich weiß nur eine Sache, dass wir nichts zu essen haben gehabt. Und jedes Mal, wenn die Zug steht, und das ist viele Male passiert, haben wir das Gras genommen, um was zu essen. 2 Wochen dauert diese Irrfahrt. 2.500 Menschen sind in den Waggons zusammengepfercht. Jeder Fünfte stirbt. Zwischen Berlin und Dresden wird der Zug schließlich von Soldaten angehalten. Und da war bei uns im Waggon eine Frau, die hat Russisch gesprochen. Die hat dann so ein weißes Tuch genommen, ist dann hingegangen, hat mit ihm geredet, hat ihm erklärt, was das für ein Zug ist. Und da mussten wir raus aus dem Zug, weil das war die Hauptlinie und sie mussten die Linie haben, die Eisenbahnlinie. Und der Krieg war ja noch nicht beendet. Die russischen Soldaten erklären den Häftlingen, sie seien jetzt frei. Doch viele sind völlig entkräftet, dem Tode nah. Und dann ist der Zug stehen geblieben mit Sterbenden und toten Leuten im Zug. Da ist mein Vater mit noch 2 Leuten, die haben den Zug leer gemacht. So endet die Odyssee für diese Gruppe der Austauschhäftlinge in der Nähe von Tröbitz in Brandenburg. Dort gedenkt man heute der 160 Toten aus dem Zug. Sie waren aus Deutschland, Holland, Frankreich, Ungarn und Polen verschleppt worden und hatten vergeblich auf ihren Austausch gehofft. Ein anderer Zug aus Bergen-Belsen wird in der Nähe von Magdeburg von US-Soldaten befreit. Sie treffen auf Menschen, die der Hölle entkommen sind. Austauschhäftlinge, die ihr Überleben Hitlers Menschenhändlern verdanken. Die Kastner Gruppe verlässt Bergen-Belsen im Dezember 1944. Mit dabei auch Ladislaus Löb und Yehuda Blum mit ihren Familien. Die Reise soll in die sichere Schweiz führen. Es gab kein Angebot mehr, also wurden wir gratis sozusagen entlassen. Aber als eine Geste, ich glaube an die westlichen Alliierten und als ein Alibi auch für Becher, der damals sehr einflussreich wurde, damit er entlastet wird.
und nicht als Kriegsverbrecher betrachtete. Er war der gute Deutsche. Der gute SS-Mann sozusagen. SS-Mann Becher wartet am Bahnsteig im Schweizer St. Margarethen auf seine Ware, auf die Ankunft des Zuges. Neben ihm sein jüdischer Verhandlungspartner Rudolf Kastner. Kastner notiert später in seinem Bericht: Ich darf endlich zum Bahnhof gehen. Die Menschen befinden sich in einem D-Zug vor uns. Auch meine Familie ist da. Für SS-Mann Becher zahlt sich sein Engagement als Menschenhändler aus. Nach dem Krieg wird er in Bremen ein hochgeachteter und sehr reicher Mann. Ladislaus Löb erinnert sich noch gut an seine letzten Augenblicke auf deutschem Boden. Auf der deutschen Seite war alles total schwarz. Es war abends verdunkelt. Über den See hinaus, auf der Schweizer Seite, strahlen die Lichter. Die haben sich dazu noch verdoppelt im See. Für uns war das wirklich ein Empfang im Himmel. So mussten die Juden mit dem Teufel verhandeln, um der Hölle zu entkommen. Etwa 1700 Menschen verdanken Kastner und seinen Helfern ihre Rettung. Insgesamt überleben mehr als 9000 Menschen, weil sie ausgetauscht wurden oder ausgetauscht werden sollten. Irene Hasenberg zieht in die USA. Michael Gelber kehrt nach Holland zurück. Ladislaus Löb geht nach England. Walter Gutmann, Moshe Nordheim, Sonny Birnbaum und Yehuda Blum wandern später nach Israel aus. Auch Rudolf Kastner lässt sich in Israel nieder. Der Mann, der viele Juden gerettet hat, gilt dort bei manchen als Verräter, weil er mit den Menschenhändlern der Nazis verhandelte. 1957 wird Kastner in Tel Aviv erschossen. Dass die Nazis so weit kommen konnten, verdanken sie nicht zuletzt dem Münchner Abkommen von 1938. Gleich blenden wir zurück auf diesen weltpolitischen Fehler.